Oh Gott. Erster, mein erster untergegangen. Ich find's halt so angenehmer. Also man kann das eh nicht so genau übernehmen, weil es andere Spiel ist, anderes Auto und andere Physik. Aber so ungefähr passt es, ja. Ich finde aber, die Curbs sind nur ganz am Rand so hoch, sonst kannst du alle Curbs voll besteigen. Hier, also du kannst auf alle Curbs voll drauf. Du darfst sie halt nur nicht ganz überfahren, also komplett am Rand, weil die gehen ja so hoch. Irgendwas muss ich ja besteigen, was willst du machen? Zwar sehe ich dich, ja, das denke ich mir. Kommt hier sonst niemand zu mir, was ich besteigen kann. Ja, ich bin eigentlich ich der Berg, den man besteigen kann. Dieser Gewichtszunahme über die letzten Jahre. Ich muss erstmal die Lungenentzündung hinter mich kriegen und dann machen wir schon ein paar wilde Sachen. Ich versuche, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, was ich jetzt schon eine Zeit lang gesagt habe. Ich weiß aber nicht, ob bei der Hitze, ob es dieses Jahr noch schafft, so ein bisschen Outdoor-Streaming, aber ich kann euch nicht genau sagen, wie ich die Kamera da halten soll. Ich habe auch keinen Traffic für sowas. Vom Computer her wäre das alles eingerichtet schon, das habe ich schon gemacht. Sag ich mal, grob. Ich schicke das Handysignal auf meinen Computer und das schickt es zwar euch im Internet, also bin ich halt quasi immer online. Und wenn es abbricht, ist es scheißegal, wird das eh online. Muss man nur schauen, ob es über Discord macht, ob es direkt macht, über ein Plugin oder so. Oder über ein VPN laufen lassen. Nicht VPN, einen eigenen VPN vielleicht mal gucken. Aber ich kann halt nicht mich bewegen, ich kann ja nichts halten, Kamera oder so. Ich brauche halt eine Kamerafrau, Kameramann natürlich. Huch. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier keinen Cut kriege. Aber dass das alles nicht mehr hier. Das dann alles auf facebook.com/GinoTV. So ein Ding. Dann kommt der Uwe um die Ecke, schreibt Juan in den Chat. Dann klicke ich auf sein Profil und sehe seine ganze Familie. Denk mir auch, okay. Beste. Das geht schon, Teacher, da muss ich dran gewöhnen, weißt du? GT3 ist halt, ist doch normal die Zukunft von allem. Da musst du dich an ABS gewöhnen. Du kannst ja auch ausschalten. Schalt es doch einfach aus, wenn du es dir... Probier mal, du kannst es dann bewusst ausschalten. Wie du dann fahren kannst du mit dem GT3 ohne ABS, einfach mal so. Du simulierst dann einen GTE.
Oh. Ich wollte mal hier. Geh aufs ganze Spiel. Der Heli, ne? Was? Soll auch gute Camshots machen. Ich verstehe bei dem Ort immer noch nicht die mit dem Schalten von zweiten, dritten, vierten Gang. Das ist total komisch, sage ich euch. Hier. Zweiter. Dritter. Das ist seltsam. So geht es beim Geradeausfahren quasi, aber so in den Kurven. Die sind zu nah. Die sind Tsunami. Hier bei 100. Ich gehe den ersten runter. Gucken wir mal. Da hätte ich früher schalten sollen. Okay, wir waren ein bisschen auf grün. Ich habe aber nicht geschaltet. Ich habe nicht. Ich realisiere, dass ich wegen dem ersten Mal, obwohl ich selbst hingeschaltet habe. Ich finde den Heli geil, Mann. Wenn er rumfliegt. Solange es nicht eine unbemannte Drohne ist und mich tötet, ist alles gut. Kapi. Jetzt wirst du aber abgehoben hier, auf all time hier, KD. Bann steht aus hier. Und das ist deine eigene Zeit, oder? Weil 1,43 ist ja nicht Best Time. Stand übrigens Best Time, das ist deine eigene beste Zeit mit dem Auto. So, okay, ich dachte schon. Ich dachte schon kurz vor Bann und so, weiß ich mehr. So ein Scheiß. Die Kurve versaut hier. Hab's auch identische Runden. Danke. Bisschen früh gebremst, leider. Scheiße, Mann. Schon verloren, halbe Sekunde. Ich habe gedacht, dass du noch mehr. Ich habe nie auf das Schild geschaut, ich habe auch nach Gefühl gebremst. Mein Video sagt ja, der war 100, ich habe aufs Schild geschaut, ich dachte, das 100 stand 150 drauf danach. Habe ich realisiert. So stabil ist er nicht, dass ich in der Hälfte der Kurve noch schon Vollgas geben kann. Ey, der hört nicht mal auf zu rutschen. Meine
freue ich mich, wenn Gensy Boy noch für eine Stunde kommt. Beste, Mann. Push, push, push. Box, box, box. Okay, erst das echt abenteuerlich hier. Der Heli, hallo. Bestes Objekt auf der Strecke, der Heli. Der Jens! GZ, nochmal deine Zeit unterboten. Hey Gensy, na? Schön, dass du da bist. Ja, jo, heute noch mal kurz. Und dann nie wieder? Yippie! Ja. Yippie! Party! Machen wir doch beide einen Abgang, oder? Zwei Kumpels eh cooler. Scheiße. Braucht kein Mensch. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Onlyfans verdient man immer Geld. Ich habe mich heute mal so ein paar gewisse Plattformen geklickt. Ich musste ja viel warten und so. Ja. Okay, habe ich mir gedacht. Gut, dass ich so viele Kameras habe. Ich müsste nur immer nur einen bestimmten Winkel nach unten machen, dann kann ich noch woanders mitmachen. Also quasi das Gegenteil vom Facecam. Da muss ich gar nicht so viel umstellen. Badcam ist eh schon da. Nur ein bisschen ranzoomen. Also sieht man den Kleinen ja nicht. Wieso habe ich Cut bekommen? Ach Gott. Okay, warte, ich muss mal versuchen, diese Kurve so zu nehmen, wie ich es mit dem GTE nehme. Achso, ich dachte mir noch ein paar Runden hier, können wir ja machen. Ich habe nur Schiss, was der Arzt gemeint hat, wegen Sehnenrissen. Dass es halt ganz einfach geht, wenn ich die Medikamente alle nehme. Was können die einfach so die Sehnen reißen, oder? Ärzte haben doch keine Ahnung. Ja, hast du recht. Dann gehe ich zu ihm und sage, ja scheiße, er hat recht gehabt. Wir haben gefragt, sie sehen aber schon, dass ich hier mit Krücken gehen muss. Oh, ich fliege. Na. Diese Wespen hier sind wild, gell, bei mir? Waren schon wieder welche da? Bist du auch da, um die Curve zu besteigen? So wie Katie und ich. Wie, wo, was? Bist du auch dabei? Nee. Bist du auch da wegen Curbs besteigen?
Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich habe eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen mit den Dingern. Ja. Glaube ich dir. Also nicht so einfach, dir wirklich zum Vorteil zu nutzen, die Dinge. Und auch immer wieder anders. Hauptsache, ich fahre mal meine identische Zeit wieder. Wie war dein Tag? Oder Nacht oder was auch immer? Du warst in der Früh noch da? Ich hab nichts groß gemacht. Über alles beim Alten eigentlich. Okay. Ja, ich wünschte, ich hätte nicht rausgemusst. Ich habe noch gesagt zum Arzt, wenn's. Ich war schon dabei, den Termin abzusagen, aber da es mir nicht gut ging, habe ich gesagt, komm ich einfach. Weil Hitze und so, es tut mir nicht gut. Ich bin halt wirklich in der heißesten Sonne. Weißt, da draußen mit Krücken rumgelatscht. Ja. Das war heute aber auch echt super, super warm, ne? Ja, gerade so an so einem Tag, weißt du? Alexa, wie ist das Wetter in Senftenberg, Deutschland? In Senftenberg, Brandenburg beträgt die Temperatur momentan 24 Grad Celsius bei klarem Himmel. 24? Heute ist mit hohen Temperaturen zwischen 21 Grad und 35 Grad zu rechnen. Wow, hohen Temperaturen zwischen 21 und 35 Grad? Warum hat die da eine Range? Bei mir hat die nie Range. Mir sagt die immer fix. Hä, was mit der? Einfach mehr Daten in Senftenberg als in München. einfach in aller Welt sowas, sag's dir. Schalt auf New York, Senftenberg, Maine. Ja, aber sagt sie bei mir nicht. Bei mir sagt sie halt Höchsttemperatur, also die aktuelle Temperatur und dann die Höchsttemperatur, fertig. Dieses Zwischending da sagt sie bei mir nicht. Denke ich mir. Boah, Katie, knapp 0,074. Ach, du fährst mit dem AMG, also passt es ja eigentlich von der Klasse her mit uns beiden. Was bist du denn eingestiegen? Jens mit dem BMW endlich, mit dem richtigen, oder? Ja. Geil, Mann, endlich. Was auch immer für dich richtig heißt. Naja, der coole, der tolle. Den uns beiden gefällt, mit dem ich auch angefangen habe. Die Strecke zu lernen. Heute wird es nochmal wild. Deswegen ist der Termin in der Früh schon geil. Also heute 7.40 Uhr muss ich da sein. Das heißt, ja, so kurz nach 7 Uhr muss ich weg. Ist nicht so weit. Und wenn alles gut geht, bin ich, bevor es wirklich heiß wird, wieder da.
glaube, das wäre das Schlimmste, was ich machen kann. Vorhin schreibt sie, ich soll mich hier holen, jetzt sagt sie, ich muss hier durchfahren. Ah ja. Warten jetzt. Ich muss schauen, wie ich das hinkriege. Ich schätze mal, ich werde halt genau dann müde, weil das ist genau die Zeit, wo ich eigentlich ultra müde werde immer. So zwischen 6 und 8, dann sage ich jetzt mal. Kannst du dir vorstellen, Jens noch stärker seine Biotik umkriegen? I don't know. Und dann, wenn sie morgen im Screening sehen, dass die Lunge so krass ist, dann wenn ich Pech habe, muss ich es krank. Also ich mach das nicht. Ich sage, ich kann auch zu Hause sterben. Kannst vergessen. Geht ja nicht hin. Ich sollte ja schon mal am Tag, als ich erstickt bin, wollte ich ja schon mal zur Beobachtung da bleiben. Ich habe gesagt, ne. Ne. Wenn es nochmal passiert, dann rufe ich halt nur dazu oder sowas, aber ich bleibe jetzt nicht extra nur wegen so einer Scheiße da. Wenn ich ersticke, sticke ich halt fertig. Was soll denn das jetzt? Es ist auch nichts passiert. Aber sowas passiert vielleicht einmal in ein paar Jahren. Und dann soll ich dann da bleiben, weißt du? Ja, also ich kenne das eher so, dass die da nicht da behalten wollen. Ja gut, jetzt natürlich. Ja natürlich, jetzt ist es natürlich anders. Nach Corona ist ja alles anders. Aber es wollte ja so keiner die Verantwortung abgeben, wenn doch was passiert, weil es war nicht ohne. Und die dann sagen, ja, ich schick's jetzt nach Hause und dann nachher das RIP. Weißt du nicht. Wir kommen eh keine Ärger, aber. Also nur provisorisch gefragt, schätze ich mal. Schon länger her, jetzt war nicht jetzt mit diesem Thema. Boah, aber das ist schon verflucht heiß, Alter. Ich sitze hier und bin geduscht. He's coming, he's coming, he's here, has no fear. Aha, mein Gex ist hier. Kennst du das Lied? He's coming, he's coming, he's here, has no fear. Dark Man is back, Nana is here. Musst du sagen, wir tun. Und was ist das? Nana. Alter, alter Rapper von 97. Klar, oder? Ich höre auch gesungen so generell eher so elektronische Musik. Ja, natürlich, habe ich auch. Oh, Main, aber in 90er Zeiten war schon Dancefloor und so dieser Hip-Hop da, ganz nice. Da ist einer, die spawnt. Cheetah! Bannin! Zauberer! Hexe! Jo, eine Runde probiere ich noch, dann bin ich auch schon wieder weg. Wieso? Weil ich Hunger habe. Hast du nicht gesagt, eine Stunde bist du da und du bist erst ein bisschen mit? Ja, aber ich kann mich nicht konzentrieren, geht nicht. Okay. Und dann gibt's wieder Koma wegen wie viel Scoville machst du jetzt? Naja, diesmal nur 3 Tropfen reingemacht. Pizza mag ich nicht so scharf. Nicht so gerne.
3 mal 3 Millionen? Ja. Entspannt. Entspannter Tod. Das geht noch. Mal machen. Wirklich kriminell wird erst, wenn ich dann von 3 auf 9 umsteige. Ich dachte, du machst erst 7. Den gibt's auch noch. Nur nicht. Nee, nee. Nee, es gibt noch 5, aber habe ich ja gesagt, überspringe ich. Achso, ich dachte, du hattest schon 5. Ein bisschen ein kleines. Hä? Nein. Wir reden doch gerade über 3x3, haben wir doch gerade gesagt. Genau, aber ich dachte, du hast schon 5er Stärke gehabt. Nee. Arbeite mich ja von unten nach oben. Achso, das ist vernünftig. Hey Dave. Hallo, hallo. Siehst du denn in die Nähe? Siehst du denn nach Karlsfeld-Dachau? Schöne Gegend. Was ist, darf man so nicht liegen? Wie weit weg? Was ist der Anlass? Naja, es sind bestimmt welche Weiber haben damit zu tun. Also wenn es immer nur Weiber sind, weißt du, ich meine. Also wenn immer Weiber, irgendwann kennengelernt und er hat irgendwas versprochen, ziehst du danach, ist der größte Fehler deines Lebens. Ich meine, ich wünsche dir viel Glück, tschüss. Das ist ja weit weg, hast du ja gesagt. Ich finde den zweiten Gang besser, so. Ja, dann ist Hamburg. Oder sowas. Nordsee, keine Ahnung, was du da. Krass. Echt, du gehst aus Bayern weg, jetzt kannst du aber keinen Rap mehr trinken. Was machst du dann? Außer in Baden-Württemberg gibt es das auch. Das ist krass. Oh. Eieieiei. Da hat es dir einen aber ganz schön angetan, dass du aus beiden kompletten 800 Kilometer weit wegziehst. 800 Kilometer, das ist ja meine Richtung. Ich sage jetzt nur, dass Hamburg ist für mich 800 und das ist ja... So, gibt ja, geht ja noch weiter. Hat der Hamburg geschrieben? Nee, er sagt nur weit weg und am Wasser. Und das ist halt mir gerade in den Sinn gekommen. Hamburg, ja. Nordsee, irgendwo da. Ich kann gerade sagen, weil ich überlege schon lange, ob ich nach Hamburg ziehe. Einfach die beste Stadt. Wieso denn das? Jetzt auf einmal. Weil es die beste Stadt ist. Macht einfach am meisten Spaß. Aber was macht denn da Spaß an Hamburg? Alles. Im Vergleich zu da jetzt, wo du bist. Alles? Alles. Hannover ist, keine Ahnung, Hannover ist halt Hannover. Ja, und Hamburg ist Hamburg und München ist München, richtig. Ja, also für dich wäre Hamburg Kulturschock. Ist nicht mit München vergleichbar. Es geht, ich habe schon viele Ding-Streams gesehen. Hamburg IRL-Streams, die sie da mit dem Boot gefahren sind und auch diese Warehouses angeschaut haben oder diese Dingstadt, wie heißt das? Da wo die ganzen Warenhäuser sind, wie heißt das? Für mich persönlich, umso weiter du nach Norden gehst, umso gechillter werden die Leute. So.
Die letzten paar Runden mit der Strecke haben wir dann schon. Seit Montag haben wir die. Mhm. Dann kommen wir wieder wechseln hier. Ich weiß auch nicht. Ich bin halt oft schon in Hamburg feiern gewesen und es ist irgendwie ein anderer Spirit. Du stellst dich irgendwo Bahnhof am Kiosk hin und plötzlich fängt die ganze Schlange an, so eine Wohnzimmerdiskussion zu führen. Du wirst irgendwo unterwegs, die Leute kommen zu dir, es ist einfach total offen, die Leute sind nett. An jeder Ecke sind irgendwelche Partys und Clubs und die Stadt ist riesengroß, man kann viel machen. Du bist direkt am Meer, die Luft ist gut. Mach das, Dave. Ich fahre sowieso noch ein bisschen. Nur Jens fährt nur noch eine Runde. Und diese Sicht ist scheiße hier aus dem Auto. Ja, das hört sich doch gut an. Hört sich doch gut an, also. Nice. Wenn das Spätzle macht, why not? Schlecht für die ist hier nicht, nur manchmal sind die ein bisschen spießig. Aber das hat sich mit den Jahren auch ein bisschen gelegt. Je nach Generation halt. Also hier bei uns sagt man, dass die Bayer so ein bisschen wie die Amerikaner sind. Total verklemmt und spießig und sonst irgendwas. Also das ist so ein bisschen das Klischee, was hier so rumgeistert. Sind sie auch teilweise. Das stimmt ja auch. Vielleicht nicht im Detail bei jedem, aber du weißt, was ich meine. So ein bisschen halt dieses... Man sagt ja immer so ein bisschen an jeden Klischee so ein bisschen was dran. Also Kopfhörer ist okay, aber ist angenehmer, wenn ich ihn nicht ganz so tief reinstecke. Also wenn ich so ein bisschen, bin ich noch so ein bisschen, aber ich habe trotzdem noch so fast alles komplett gecancelt hier. Also ich bin eh da, Dave. Ich habe gerade noch ein paar Tabletten genommen. Fahren noch ein paar Runden hier. Sau heiß. Hab ich gar nicht aufgemacht oder was? Okay, lol. Muss mir die Sicht hier einstellen. Oder den. Okay, letzter Versuch. Die Sicht ist mir zu. Ist mir zu hoch. So tief. So. Ich muss das Auto sehen. Und das Geile ist echt hier, Jens, mit diesem Lautstärkenveränderung am Kopfhörer selbst. Lauter, leiser. Ja, das fand ich auch ziemlich neu. Ich hab das gesehen und dachte mir, ist ja krass, das ist ja alles in einem Paket. Ja. Macht, das ist ja nicht viel. Gestern war die für 15 Euro im Angebot. Kannst du dir das vorstellen? Die gleichen oder was? Ja, genau die. Oder die gleichen, nur mit anderen Namen, weiß ich nicht genau, aber sah halt alles genauso aus. Wenn ich es jetzt zu sehr im Ohr habe, ist es zu basslastig, ist jetzt ein bisschen leicht außerhalb habe, geht es ganz gut so. Okay. Denn jetzt, Alter? Das ist ein bisschen zu eifrig am Anfang hier, dem Auto. Kannst mir ja Discord dann schreiben irgendwann, Dave. Ich sag auch nichts live. Wenn du mir sagen möchtest, wieso, weshalb, warum du
bald weiter weg von mir möchtest und von deinem Freund aus in Karlsfeld und Dachau. Vielleicht geht der ja sogar mit. Guten Tag. Hallo. Hi. Hallo, du Verräter. Was für Verräter? Bayerischer Verräter. Drecksack, gibst du aber was auf den Kopf. Deutschland. Du bist hier im Freistaat, also. Ja, weißt du, ich muss ja mal ein bisschen gute Kultur nach oben bringen. Weißt du, so Weißwurst und sowas, das muss alles mal nach oben. Naja, ich meine, ich esse so selten Weißwurst, da kann ich auch ganz verzichten. Keine Ahnung, vielleicht einmal in ein paar Jahren. Oh, hier ist echt, ja, das ist echt. Hätte ich in Grenzen, tatsächlich. Und das Weißbier trinken wir hier schon alle weiter oben. Aber hat sich schon rumgesprochen, dass das gut ist. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, es ist schon ein paar Tage jetzt hier, ja. Ich hoffe, mein Assetto Corsa läuft überhaupt noch. Warum soll es nicht laufen? Keine Ahnung, vielleicht ist es beleidigt, weil ich ein paar Tage nicht mehr gefahren bin. Weil ich gerade 100.000 Gigabyte installiert habe. Wer belächtigt? Echt? Ich hab gesehen, du hast ja auch ein paar neue Overlays da, ne? Das Relative und sowas. Achso, ja, das Relative habe ich vom SAP. SAP Stance oder sowas heißt das. Da kann man noch mehr einblenden lassen, aber das Ganze ist ja beim P-Tracker auch dabei. Der funktioniert bei mir nicht richtig, weil er zeigt meine eigene Zeit nicht an, alle anderen schon. Dann haben wir Geld verdient drauf. Dann kriegst du pro Runde, was du fährst, Geld. Du levelst halt mit dem Auto. Das Geld bleibt bei dem Charakter. Eine kleine Spielerei und dann, wenn du dich portest in die Box, zahlst ein bisschen was. Wenn du irgendwo jemand rammst, zahlst du mehr. Wenn du wo dagegen rennst, zahlst du auch ein bisschen was. Aber am meisten zahlt man, wenn man jemand anders rammt. Und wenn du kein Geld mehr hast, wirst du vom Server gekickt. Dann hast du dich beschissen verhalten. Also, gib dir 2 Minuten. Da muss ich aber das Fahren kurz genießen, ja. Ich hab mich da gebannt. Ja. Und du kriegst halt immer Geld, wenn du deine Runde verbesserst. Also ganz langsam fahren erstmal. Ja, aber so habe ich es auch gemacht. Ich bin immer so ein bisschen schneller gefahren. Und er gibt dir auch Zeiten vor, was du fahren musst, damit du Geld kriegst. Mal eine halbe Sekunde schneller, mal eine Viertelsekunde schneller, aber ich habe jetzt so angefangen. So, ich bin eine Runde gefahren, so auf entspannt, so 2 Minuten 30, ja, dann 2,29 und so weiter. Bis ich dann irgendwann nicht mehr schneller werden konnte. Aber so habe ich die Strecke zumindest ein bisschen inspiziert und angeschaut. Ich bin immer halt die. Auch mal gut, langsam rantasten. Ja, genau, das wäre echt geil. Ich hab nur auf der Zielgeraden nicht langsam geworden, sonst habe ich alles andere rumprobiert. Und was ist jetzt bei F1 das Problem so generell jetzt? Also, weil du sagst, we'll know. Ich höre dich noch fragen. Das fühlt sich einfach komisch an. Keine Ahnung, ich bin einfach zu simulationslastig mittlerweile, dass mir das noch Spaß macht mit Lenkrad. Vor allem mit dem Update haben die ja das, die Traktion wieder verbessert, aber das ist immer noch so weit unrealistisch. Also in echt kannst du fast voll aufs Gas gehen und beschleunigen, relativ. Und im Spiel drehst du dich halt sofort weg, wenn das Gas halt ankommt. Ich glaube, ich habe Bremsplatten, weil das wackelt ohne Ende. Lami. Jawohl. Zufällig ist die auch in ACC drin. Ich erwische immer Strecken, die überall drin sind. In AMS2, in ACC, in AC jetzt bei uns. Ja, ist auch eine geile Strecke und vielleicht nächstes Jahr auch in der Formel 1. Ja? Ja. Krass. Das ist gerade aktuell noch in Verhandlung für nächstes Jahr. Da würde ich mich freuen. Erstmal seit 50 Jahren oder so. Da würde ich mich freuen. Das ist echt toll. $30.000. Ja, Startkapital. Ich habe schon über 100.000. Ist ja klar. Weil der Boss. Ich finanziere das Ganze hier, weißt du, wie man. Das hat fett Kohle gegeben. Die Werbeeinnahmen und der Helikopter fliegt immer rum und beobachtet Leute. Macht immer Aufnahmen, wenn irgendwas ist. Ich würde das Geld ja gerne verwenden können, um irgendwelche Leute zu kicken. Ja, oder ob random Schaden von anderen. Also was Spikes auf einmal vor der Straße vor einem. So Krähenfüße, wenn das Speed.
Ja, bin schon ein bisschen gefahren hier. Jetzt nie so wirklich ernst. Ich habe mich jetzt hier nicht so reingekniet. Aber ist okay. Kann man machen. Ja, ich find's ein bisschen traurig, dass ich genau gegangen bin, als ihr eigentlich Ungarn gefahren seid. Garoding war mal lange, ja. Da hab ich auch Video vom Tom gesehen. Ist irgendein Profi in ACC. Ist anscheinend sogar ein Kollege vom Skentern, wusste ich nicht. Und man konnte aber das halt überhaupt nicht mitnehmen. Weil die Curbs waren ganz anders und die Bremspunkte, die er beschrieben hat, noch gibt's halt nicht. Und fand ich aber dann geil, so ein bisschen, einiges konnte ich übernehmen. So ein bisschen zu adaptieren auf die Strecke hier. Also auf das Spiel meine ich auf die Strecke. Besonders die Schikane. Bei ACC kannst du voll über die Schikane rüber. Und bei uns gab's da diese hohe Schikane. Ging halt nicht. Kannst du gar nicht rüber. Und noch ein paar andere Sachen. Aber es ist ja okay. Ich finde es okay, wenn es nicht identisch ist. Und dann ja, haben wir Zandvoort zum Meer gefahren. Auch Ultra. Ist dann ist komischerweise auch in allen Spielen, ich weiß nicht. Ich wollte mal eine Strecke fahren, was halt komplett ein anderer Charakter als alle anderen. Das war Zandvoort schon. Auch mit diesen Erhöhungen immer der Straße. Und das Force Feedback hat immer verrückt gespielt, also du von 10 auf 100% auf einmal, wenn du da so schräg fährst. War schon nice. Ja, und jetzt Kialami heute Morgen, dann wird was anderes. Ich habe ja die Rotation, hatte ich eigentlich 3 Strecken vorausgesagt. Die nächste Strecke, falls alles funktioniert, wäre Slowakei dann. Slowakia Ring. Oh. Die ist auch in der Meisterschaft von GTE oder GT3 von ACC. Ich habe mich da ein bisschen orientiert, ich habe mich umgeschaut. Was ist in den Meisterschaften von diesen keine Ahnung, wenn da von AC oder von ACC oder von was weiß ich, was da alles drin ist. Bisschen geschaut. Ich bin eigentlich ziemlich wenig gefahren. So. Und das ist auf jeden Fall in irgendeiner Meisterschaft drin? GTE oder GT3? Bin ich in Real Life schon 3-mal gefahren. Cool. Das ist sehr geile Strecke. Und ich habe mir angeschaut, die Strecken, die da fahren, sehr, sehr komisch, sage ich dir. Sehr, sehr komisch. Auch gibt so eine Flughafenstrecke, die auch dabei ist, denke ich mir auch. Gott, Selisring oder Selsi irgendwas. Solis, muss man nachschauen. Wieso kann ich denn meine Onboard-Settings in dem Auto nicht ändern? Wieso sagt er immer speichern oder nicht? Ja, du kannst ja ändern und dann speichern. Ich kann nichts anpassen. Naja, ich drücke speichern und dann will ich zwei Tasten drücken und passiert nichts. Ja, du musst. Das sind ja nicht 3 Speicher-Buttons, du musst, glaube ich, den richtigen drücken. War irgendwie komisch auch bei so einem Auto. Du fährst einen R8, okay. Und ich habe noch die vollen GTE-Autos reingetan von der GTE-Season von AC. Nur den Ferrari habe ich, sonst haben wir alle. Den Ford, den Aston Martin, den finde ich super geil. Den M8, BMW. Den Porsche haben wir ja sowieso gehabt, den GTE. Und 5 Stück haben wir, weiß nicht, was der 5. ist. Vergessen. Weil die machen schon nochmal mehr Spaß, finde ich, die GTEs. Und ich habe es halt ein bisschen getrennt, damit wir halt mehr Autos testen können von GT3. Ist halt hier voll GT3 und GTE. Oder allgemein GT-Server halt. Dann gibt es Non-GT-Server, das ist halt LMP in Formel 1 bis 3 und LMP genauso. Und LMH ist auch dabei. Gestern ist erstmal einen Toyota probiert. LMH. Ja, und dann gibt es noch einen 91er-Server, Formel 1. Das habe ich auch gesehen, wie bist du denn darauf gekommen? Alten Senna, oh. Weltmeister. Das Jahr und das Jahr davor. Und ist auch dabei, mit Gerhard Berger halt. Also Gerhard Berger Nummer 2, Senna 1. Entschuldigung. Ja, was? Hab jetzt meine Zeit. Gebe ich mich heute mit zufrieden. Okay, schön. Ist doch toll. Das Feedback in dem Auto ist super krass. Das waren jetzt für 2 schnelle Runden, ist das eigentlich in Ordnung? Also ja. Für 2 geglückte schnelle Runden. Ist jetzt nicht vergleichbar mit euch, aber ich bin zufrieden für mich. Das reicht ja auch. Ja. Jetzt weiß ich, ob ich die Kamera nicht ändern kann. Ich bin in dieser zweiten falschen Sicht. Und die ist nicht in der Cockpit. Ja. Da wollte ich ja vorhin schon fragen. Ich dachte, so depper bist nicht. Weißt du? So blöd bist jetzt an, da. Weil die ist halt meistens geil, weil du hast kein Lenkrad, du bist halt meistens vorne dran, du musst ja nichts umstellen. Genau, aber bei manchen Autos musst du es halt, das ist Katastrophe, die Sicht. Die
kannst ja deine Hand nicht anpassen, das ist ein bisschen blöd. Teilweise bist du manchmal sogar Bumper mit der Ansicht. Oder das ist so komisch, dass du nicht mehr die Straße vor dir siehst oder kein Körper, nichts mehr. So wie bei dem hier. Aber sonst ist es schon ganz gute Sicht. So, ich bin wieder weg. Ich bin noch Pizza backen und dann essen. Ich bleib im Chat. Oha. Alles klar. Bis gleich und Mahlzeit. Ja, Dave, schön dich mal wieder zu hören. Viel Spaß noch. Ja, danke. Bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss. Du hast den Jens vergrault. Glückwunsch, kriegst du gleich mal eine Urkunde. Auch bin ich da. Also willst du mich da eh nur alleine hier haben? Oh Gott. Ne. Jetzt nur mal. Zeiten ändern sich. Jetzt ekelt mich das an. Widerlich. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht mehr fahren. Ich hab bei einer Ruhe vor dir. Zeit wird's. Hilfe. Was gut war von der Ansicht in dem Auto, wo du da gerade fährst. Du fährst ja auf dem Armaturenbrett. Ja, willst du die andere Ansicht sehen? Ja. Wo du nichts siehst auch von der Straße? Das ist die Sicht hier. Ja. Ja. Hä? Das ist ja auch perfekt. Deswegen. Gar nicht. Deswegen musste ich die Cockpit-Sicht ein bisschen ändern. Ganz nach vorne gegangen, wo das Lenker beendet. So sind die anderen Sichten ja auch. Ja, und ich starte jetzt immer ähnlich in jede Strecke. Ich fahre erstmal mit das ist echt schlimm, das Auto mit dem Rutschen. Ich starte mit dem einen BMW erstmal so 100 Runden in der Strecke, lerne die dann ein bisschen kennen. Also, und dann mache ich ein paar Autos weiter. Ja, und vielleicht schön, wenn einige drauf sind, dann kann man gut probieren. Ja, es sind, ich weiß nicht, sehr, sehr viele drauf. 17 Autos. 12 GT3, 5 GTE. Ja. Oh, da kann man testen. War technisch schon mal auf dem Formel 1 Server? Nee. hat jetzt auch seinen eigenen Server, hat er schon länger, aber jetzt auch noch ein bisschen verwaltet. Da fährt der DMR. Hatte ich auch vor zu machen, aber brauche ich ja nicht mehr, das passt ja dann. Dann haben wir noch, ist ja ganz entspannt dann. Können wir da DMR auch bei ihm fahren? Oh nee, also. Die DRM-Mod ist doch mit Zahlenmod, oder? Ja. Aber meint, lohnt sich, ist cool. Wie soll ich mit diesem Auto jetzt zurechtkommen? Ich finde den komisch. Den Porsche GTE finde ich nicht wirklich gut, meiner Meinung nach. Und dann GTE ist irgendwie besser gemacht. Oder das Grundsetup ist halt nicht so geil. Oh, wir forzen, Alter. Oh, aber geil forzen, danke. Wer muss. Ja, was muss, das muss, ne? Aber ich sag dir wild mit meiner Scheißlunge. Ja. Nimmst 10 Tage Antibiotika und es ist das schon irgendwie besser. Von 10 Stunden Husten auf 2 Stunden runter am Tag. Progress ist da. Wo heute dann wieder auf so einem Weg dahin und überhaupt da jetzt aufgestanden bin, Katastrophe. Ja. Ich muss auch noch früh raus morgen, ne? Oder heute, je nachdem. Ja, jetzt dann. Gefühlt. Hey Dubstep. Ja, ist eine tolle Strecke. Ist seit Montag im Programm, also ist heute letzter Tag. Morgen wieder eine andere. Reicht dann wieder. Ich konnte halt leider nicht ganz so viel fahren, wegen den ganzen Terminen, die ich hatte, wegen Ärzte und so, aber passt. Meine Lungenentzündung ist leider nicht besser geworden, eher schlimmer. Noch mehr Antibiotika reinstopfen. Ich habe gesagt, ich musste teilweise das Antiallergika da absetzen, weil ich habe mich so schwach gefühlt durch die Antibiotika. Also so schwach, ich konnte nichts mehr machen. Und dann hat er gemeint, ja,
diese hauen dich auf jeden Fall um, wenn du die jetzt nimmst. Also, ne, dachte mir, okay. Freu mich. Ich war so froh, dass ich die. Ja, ich war so froh, dass ich die anderen absetzen konnte am Montag. Unbedingt noch ein Lungenscreening. Mal gucken. Magst du mitfahren, Baron Dabi? Ich bin jetzt schon mit einigen Autos gefahren. Am meisten Spaß hat mir eigentlich der Aston Martin gemacht. Ich glaube Vantage. Oder Montage, keine Ahnung. Montage. Etage. Ja. Und jetzt, und der, der Z4? Oder M4? M4 glaube ich. Denkt ihr nicht, muss morgen auch arbeiten. Zuhören von außen. Meine Arbeit ist, den ganzen Tag beim Arzt zu sein, dann nur vier nach Hause zu kommen. Hex ist hauptberuflich Patient. Ja, ist echt so. Ist so. Heute von einem Arzt zum anderen Arzt auf dem Weg einen dritten und vierten Arzt angerufen, um Sachen zu klären. Ich hoffe, dir geht's gut, Dabi. Und du hattest einen schönen heißen Tag, wie wir alle. Wir gönnen jedem die Hitze. Wo ist denn Technik eigentlich heute? Versteckt er sich? Der hat sich versteckt, ja. Hat sich halt mal gut gehen lassen, hat die Musik halt gechillt. Ach stimmt, hat er reingeschickt, ne? Ja. Was, 10 Minuten hat's gedauert, Dubstep? Ich bin schon, während des Hinsetzvorgangs bin ich schon nass. Da ist ja Luft bei dir. Morgen ist noch schlimmer, ja. Deswegen bin ich ja froh, dass ich den Termin morgen um 7.40 Uhr habe, nicht so wie gestern, so Mittag. Und dann wird es noch nicht so heiß. Weil kein Bock mehr in der Mittagssonne mit Krücken, komischen Badelatschen und Jogger da rumzugehen. Sehr heiß. Mit dem Auto komme ich an meine 1,41 nicht dran. Von dem anderen GTEs. Kannst vergessen. Würde ich auch gar nicht. Ich fahre einfach jetzt jedes Auto für sich und fertig. Ja, einfach fahren. Das interessiert mich nicht. Dieser. Ich war ein paar Tage zu sehr verbissen, muss ich ja sagen. Dave. Und da habe ich mich aufgeregt. Und dann ist der Spaß halt auch ein bisschen weggeblieben. Wolltest du zu viel? Ja, weil wollte mal Progress. Jetzt ist mir das egal. Jetzt ist mir das egal. Ich fahre einfach und fertig. Dubstep meint, ich brauche 10 Jahre, bis ich gut bin. Habe ich gesagt, ins Eben habe ich gesagt, ich habe keine 10 Jahre. Bis dann 10 Jahre bin ich schon RIP. Ich habe höchstens ein Jahr. Wenn nicht nur ein paar Monate. Bis ich nichts mehr machen kann. Ja, deswegen fährst du ja 24 Stunden. Genau, damit ich es auch voll ausnutze. Ja, du musst aber umsteigen von 22 Stunden schlafen auf 22 Stunden fahren. Deswegen fühlt es sich auch so an hier. Dubstep, am Lenker. Wo siehst du das denn? In den anderen GTEs, ich habe mit dem ersten Mal hatte ich ja, glaube ich, danach 17 Runden so eine 1,41 oder so. Und dann bin ich im BMW eigentlich und dachte mir, scheiße, das für ein Salat ist total voll langsam und so. Und rutschen ohne Ende. Und dann bin ich mit dem noch besser in Zeit gefahren. Weil irgendwie ist er irgendwie stark. Er ist zwar sehr, sehr unruhig, aber er ist irgendwie doch stark. Hat er gemacht.
habe ich mir auch die Tage mal Race Room Racing Experience ein Video angeschaut und so, im Shop. Da kriegt man ja wirklich für 64 Euro alles, ganzen Content. Das ist schon geil. Wenn du kannst, gibt es auch für 100, aber für 100 musst du es ja nicht kaufen, weil dann gibst du halt Steam viel ab. Oder bei denen direkt über die Punkte für 64. Und die haben auch wirklich komplette Serien und Klassen, also wirklich geil. Richtig schön aufgereiht. Ich habe mir das ganze GT3-Zeug mal gekauft, habe ich es nie gefahren. Nur ich bin früher, nur ganz früher die DTM-Sachen und sowas von vor 8 Jahren oder so gefahren. Ja, ich habe mir zum Glück nie wirklich viel gekauft. Weil jetzt kann man das Megapack kaufen, das kann man nur einmal kaufen, da hat man alles drin. Ja. Und das ist echt heftig, also was für Strecken, so wie die haben wir ja auch alle. Autos sind immer so cool zusammen mit den Serien, sehr, sehr gut gemacht, finde ich das. Aber hier habe ich ja auch so viele Strecken. So eine Excel-Tabelle mit den ganzen Strecken, ob real oder virtuell oder Rallye selbst. Ich habe sogar Bock, so eine Art Rallye-Cross-Server zu machen. Da haben wir Spaß im Rallye-Cross. Das fand ich immer lustig in Dirt. Wenn es nur ansatzweise so gemacht ist, ist es bestimmt geil. So nur Rallye-Autos raussuchen, wie wir es fahren können. Ja, mal gucken. Du hörst es am Piepen, echt? Was? Oder was? Du meinst diese blauen Dinger, die mal piepen? Die piepen ja meistens nur, wenn man Halt verliert. Das hab ich jetzt eingestellt, aber so ist ungefähr das VOV generell. Bei mir jetzt. Immer. Normalerweise ist die nicht Cockpit-Sicht, die Scheibensicht, wie man die nennt, ist so, aber die war kacke, man hat nichts gesehen, deswegen habe ich das Cockpit ganz nach vorne geschoben, die Kamera. Also vom Urlaub noch hier auf einem Drift-Server von AC mit dem Kollegen, das war witzig. Auf was? Auf dem Drift-Server? Ja, auf dem Drift-Server. Wir waren so ein bisschen wild, weil wir beide mit Formula Wheel gedriftet sind, aber hat trotzdem Bock gemacht. VOV ist jetzt 52 hier und das passt schon so. Ich sehe viel von der Straße. Da ich auch jetzt näher dran sitze hier in der Küche, passt das. Bist du ein paar Meter vor oder zurück, die sitzt, also ein paar Millimeter vor oder zurück. Den Sitz verstellen ist okay. Ach, jetzt sehe ich es erst, da vorne rechts, das Rote, oder? Das ist doch Damage. Mein vorderer rechts ist komplett rot. Ach, das ist das. Okay, das leuchtet die ganze Zeit auf, ich sehe es gar nicht, weil ich halt überhaupt keinen Blick für das habe. Ich habe nur Blick für dich, Dave. Oh yeah. So, der Reifen flackert da, oder? Auf dem Hut oder was? Der ist einfach rot, beschädigt. So als ob Motor oder Ding kaputt wäre. Einfach rot, der geht nicht weg, das Teil. Bremsplatten halt oder so. Ach da, ja okay. Die außer von die Bremse kaputt wird. Trotzdem war ich jetzt damit meine Bestzeit. Wenn die Reifen einen roten oder gelben Punkt in der Mitte haben, hast du einen Bremsplatten, ja? Das spüre ich auf jeden Fall am Wheel die ganze Zeit. Ich dachte, ich kann den wieder rund machen. Einfach fahren, weißt du? Manchmal lässt sich ein Bremsplatten noch durchs Fahren einfach wieder wegmachen. Aber ich plätte immer wieder neu. Das ist Minecraft-Reifen. Stimmt, da gibt's ja nichts Rundes, da gibt's so eine eckige Sachen. Also sind wir halt immer wieder gefahren.
mehr mal weniger. Und ich versuche es ein bisschen entspannter zu sehen, wenn ich eine Strecke so 2-3 Tage habe, dann lerne ich die schon. Ich lerne es doch nicht perfekt oder so, aber ich lerne ja zumindest mal. Zumindest mal in Kontakt kommen mit allen Strecken. Ich dachte mir, ich möchte alle so Major-Strecken auf der Welt lernen und so ein paar hundert Runden fahren. Es sind ja meistens, je nachdem wie lang wir sie haben oder wie lange ich fahre. Oh, fuck, Mann. Nach 0,6 vorne. Dass ich da so ein bisschen kennenlerne und von jeder ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja. Und als Endgegner eine Nordschleife dann. Und dann, okay. Dann einfach das Lenkrad gegen die Wand schmeißen. Weißt du? Mal Durchschlagsspiel. Genau. Einfach weg mit dem Ding. Ja, Progress dann, weißt du? Musst du irgendwann wissen, was so ein ist. Ja, liegt danach. Schwein! Achso, du hast so eine Medaille. Okay, da hast du so eine Medaille ausgedruckt, oder? Letztens. 12 Stunden dann mit einem Kollegen Dritter geworden bin. Okay, nice. Einfach schön ausdrucken hier. Freut mich. Aus Metall? Oh, das ist natürlich geil. Dann ist es was wert. Sag ich mal, es ist mehr wert, als wenn du irgendeinen scheiß Wisch hast. So ein Stück scheiß Papier. Ja, und hat sich als super, duper tolle Idee entpuppt hier mit der Küche. Als Bestes konnte ich nicht machen. Ja, zum Essen musst du nicht mehr weit gehen, einmal umdrehen. Kühlschrank ist direkt hinter mir, ich habe Kühlschrank in meinem Raum, das ist das Beste ever, Mann. Trotzdem habe ich noch 6 Flaschen neben mir stehen, die, wo alles noch, mit denen allen noch so ein bisschen was drin ist. Weil das ist dann warm geworden. Und das war, wo du frisch die Küche gezogen bist und schon das Wasser anmachen wolltest und es zu zwei Töpfen. Und ich das 20 Minuten gefragt hast, ob das immer noch nicht heiß ist, das Wasser. Ja, da war ich so fertig. Erstmal Ofen angemacht, dann gemerkt, ich habe keine Pizza. Dann wollte ich dann machen, Spaghetti kochen. Einfach nicht angemacht. Alles nur im Kopf abgegangen, weißt du? Ja, beim. Statt dass du dich umdrehst, hast du einfach die Kamera angemacht. So geil. Ja. Ja, ich muss ja gucken, ob es richtig ist, ja. Und dann so, ja, nee, ist doch nicht an. Ein paar Minuten später, ist immer noch nicht an. Kocht immer noch nicht, weißt du? Was ist da los? Ich glaube, das kommt gar nicht zu mir wirklich hin. Das ist doch ein paar Meter weiter weg. Hier im Dubstep mit dem Kühlschrank als Klimaanlage. Aber wär geil, ja. Ich glaube, die Luft von da bis hierher, die 2 Meter, das ist schon wieder heiß. Aber ist toll, hier ist auch kälter. Das passt dann schon. Ich muss halt nur noch, wenn ich mal Hilfe bekomme, die Kabel richtig verlegen. Da würde ich halt dann so eine Art Haken. Oder so einen Clip, irgend so einen Clip an die Wand, dann kann ich, dass ich die Kabel da reinhänge. Und dann kann ich noch einen anderen Weg wählen, dass es direkt geht. Und momentan geht es ja von einer Lampe zur anderen Lampe. Und dann an die Wand und dann runter. Die Wand. Aber für provisorisch, ultra. Geht schon. Gehoben. Push. Ja, jetzt kriegst du halt immer Kohle, ne? Siehst du ja. Ja, ist cool. Hat mir belohnt. Mhm. Wir schnell fahren. Und wenn man zu dritt am Server ist, kriegt man Gruppenbonus. Kriegt man noch mehr Geld. Sowas wie ein Diablo halt. Was?
dann kriegen halt die Top 3 immer mehr Geld. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Entweder müssen wir das abschließen oder einfach mehr Geld gibt es für die. Hab ich jetzt hingeschaltet. Hört auf, ich habe gar keinen Reset an Box-Knopf. Soll man Escape drücken? Das ist ja unangenehm. Zahlst auch Geld zum Zurückporten, aber nicht mehr so viel. Das ist alles ein bisschen angepasst. Du hast am Anfang, wenn du ein bisschen gecrashed bist, hast du sofort 3000 gezahlt. Jens war nach ein paar Minuten pleite. Na gut, man probiert sich ja. Ich bin auch nur so gefahren, so ganz vorsichtig, dass ich keinen Scheiß baue. Und habe ich dann resettet. So ein bisschen was umgestellt. Und jetzt. Je weiter man, also Sport war ja auch immer teuer. Oh, jetzt kriegt man nur noch, wird man nur bestraft, wenn man andere rammt. Richtig. Wenn man gegen die Environment donnert auch, also 1000 verliert man da auch. So ist er nicht. Und je höher du im Level bist, desto mehr verlierst du, beziehungsweise mehr gewinnst du, wenn du eine Runde schaffst. Und das Level liegt halt im Auto. Aber um dich ja zurückzusetzen ins Menü, musst du dich ja immer escapen. Eigentlich. Ja. Ist dann immer Minus? Hey, wisch mal auf alte Fort, was läuft? Danke dir, appreciate man.